Moin Leute, ich bin wieder unterwegs, mein Multicam Alpine Overwhite ist komplett fertig, werde also auf dieser Tour einen Bericht zu dem Ding machen. Und die Tour wieder im schönen Vorarlberg, im Gebirge mit Schneetarn, bin jetzt schon zeitlang unterwegs. Die Tour ist geplant mit 3 Übernachtungen, die erste Nacht habe ich schon draußen verbracht. Ich wurde schon öfter zu Background-Infos gefragt, ob ich denn dann immer Urlaub nehme oder sonst wie. Diesmal war es zum Beispiel so, ich habe Donnerstag noch regulär gearbeitet und bin dann nach Dienst um 16:30 losgefahren von Hammelburg aus und war dann gegen 9 Uhr unten in Lech und dann habe ich gut ein bisschen rumgemacht, um einen Parkplatz zu finden. Habe dann auch abends noch eine Parkgelegenheit gefunden. Und bin dann gegen 10 Uhr losgelaufen. Bin dann gelaufen bis 1 Uhr. Ja, heute habe ich durch Überstunden frei. Und von daher jetzt ein verlängertes Wochenende. Ich wohne ja nicht hier in der Gegend, sondern in der Mitte von Deutschland. Daher sind diese Alpentouren für mich immer mit einem gewissen Fahraufwand verbunden. Das heißt, wenn ich dann die Tour fertig habe und erschöpft am Auto ankomme, dass ich dann halt noch im Normalfall 3-4 Stunden fahren muss. Ja, Ausrüstung ist wieder fett auf dem Pulka. Es wird irgendwie nicht leichter. Hab ein paar Sachen weggelassen. Dafür halt ein paar andere Sachen mitgenommen. Habe jetzt zum Beispiel Infrarotkamera dabei, weil es mich mal interessiert, wie Multicam Alpine so im Infrarotbereich im Vergleich zu Schnee aussieht. Ob ich da irgendwie was sehen kann. Naja gut, die Bilder, die werde ich auch in der Beschreibung verlinken. Schwerpunkte auf dieser Tour sind zum ersten Bilder von Multicam Alpine, noch ein bisschen schöner an Sehne gesetzt. Dafür habe ich mir extra ein Holzgewehr gemacht. Man sieht, es hat keinen Abzug und nichts. Das ist also echt nur ein Holzgewehr, das ich ein bisschen schick gemacht habe, dass es gut aussieht. Ist aber natürlich auch schön leicht, also kein unnötiges Gewicht. Ansonsten habe ich von Arc'teryx Schuhe, das sind die Arc'teryx AR. Von denen möchte ich mal ein kurzes Vorstellungsvideo machen, das mache ich dann auch. Und mein Overwhite-Video möchte ich machen. Ansonsten von der Ausrüstung her möchte ich halt einige Bilder machen für Berichte, ein paar Berichte schreiben. Also das Übliche. Ansonsten von der Tour her habe ich vor, dass ich wieder das Tal hochgehe. Hoch, hoch, hoch. Da laufe ich jetzt heute auch noch, ich denke, 2-3 Stunden, bis ich auf der Formarienalp bin. Und dann bin ich mir jetzt noch nicht ganz sicher, ob ich links hochgehe. Mal gucken, ob ich in Richtung diesen Gipfels gehe. Bin ich mir gar nicht sicher, wie der heißt. Kann ich gleich mal nachschauen. Oder ob ich wieder Richtung Rote Wand hochgehe. Entscheide ich dann vorne relativ spontan. Eigentlich schon Bock, Richtung Rote Wand zu gehen und dann links auf so einen Gipfel hoch. Aber mal schauen. Von der Temperatur her sind es die ganze Zeit so 0 bis 4 Grad. Verdacht waren es vielleicht mal minus 1 Grad, wenn überhaupt. Es ist also relativ warm. Ich bin, was die Temperatur angeht, wieder gut ausgerüstet. Wieder die dicke Carinthia dabei. Das ist die, sozusagen die Downy Extreme. Und schlafsacktechnisch habe ich den Defense 4 dabei. Mein Schlafsetup zeige ich euch nachher nochmal. Aber das ist jetzt an sich auch nichts Neues, groß irgendwie. Ich mache mir jetzt eine Mahlzeit von Real Field Meal. Habe ich schon mal ein Video zu gemacht in Englisch. Das verlinke ich euch in der Beschreibung und ich werde auf dieser Tour wahrscheinlich auch nochmal ein neues Video machen, weil die einiges geändert haben und das Video dann diesmal in Deutsch. Das verlinke ich dann auch. Ja, das ist halt eine geile Mahlzeit. Ist vakuumiert, gefriergetrocknet und dazu muss man halt dann kochendes Wasser geben. Und hat dann eine gute, ausgewogene Mahlzeit. Gut, das ist jetzt nur die Warmmahlzeit aus so einer Ration. An sich ist Real Field Meal so eine komplette Ration, die eine große Mahlzeit ist. Da hat man alles Mögliche dabei. Ist wie so ein Epa leicht sozusagen. Aber zeige ich später, wenn ich dann die große Mahlzeit aufmache. Müsste ich auch dabei haben. Ja, Wasser koche ich wieder mit meinem Jetboil. Und wenn das gekocht ist, gieße ich mal in eine Warmmahlzeit auf und dann werde ich erstmal was essen. Dann habe ich wieder Power, um weiterzugehen. Um in so Situationen wie jetzt warm zu bleiben, nutze ich meine leichte The North Face Thermoball.
Das ist ähnlich wie eine Daunenjacke, aber halt synthetisch. Das ist eine sehr leichte Jacke. Ich glaube, die wiegt um die 400 Gramm. Und die nutze ich eben für so Temperaturen wie jetzt, wenn wir so um die 0 Grad haben. Oder für kleine Pausen, dass ich mich warm einpacke. Oder wenn es kälter ist, so minus 5, minus 7 oder sowas, dann trage ich die auch in der Bewegung. Ich habe in meinem vorhergegangenen Adventure Vlog schon mal so gezeigt. Zur Jacke habe ich auch einen Bericht, den verlinke ich euch auch in der Beschreibung. Ja, und jetzt gleich gibt es eine leckere Mahlzeit. Als Vorspeise zu meinem Refilled Meal gab es M&M's. Die haben Zucker, Fett, Eiweiß. Und die haben halt auch um die 500 Kilokalorien pro 100 Gramm. Das ist halt genial, weil ich dann mit wenig Gewicht viel Power zuführen kann. Ich habe jetzt schon 2 Liter Wasser getrunken oder leer gemacht, auch eben gerade verkocht. Habe PET-Flaschen dabei und natürlich auch meinen Soja Mini, zu dem ich auch einen Bericht habe. Ich werde jetzt unten an den Wasserlauf gehen, werde diese Flasche mit Bachwasser füllen. Aber weil ich kein Gefäß habe, wo ich das reindrücken kann, werde ich einfach nur das Bachwasser mitnehmen. Werde aber die Flasche markieren, dass ich nicht aussehen, dass ungefilterte Bachwasser trinke. Klar, in den Bergen kann man oft auch das Wasser so trinken. Aber ich gehe halt auf Nummer sicher, es könnte sein, dass ein paar Meter weiter oben ein totes Tier drin liegt oder die Exkremente drin sind oder sowas. Und da habe ich halt keine Lust drauf, dass ich dann 2 Wochen lang Brechdurchfall habe oder sowas. Ja, daher nehme ich das Wasser mit und wenn ich das dann trinke oder bevor ich es trinke, filtere ich das mit meinem Soja Mini. Also wir haben jetzt um die 7 Grad, ist also ziemlich warm. Der Schnee ist einfach nur feucht und nass. Ich sink trotz Schneeschuhen relativ weit ein, hab da immer diesen nassen Schnee auf mir oder auf meinen Füßen liegen und kann man sich nicht so schön durchschieben. Ist also relativ anstrengend. Ich gehe jetzt schon schön langsam. Problem ist halt, durch diese tiefen Eindrücke setzt sich der Pulka ein bisschen in diese Spur rein und bremst nochmal zusätzlich ein bisschen. Wäre es hier jetzt alles vereist oder recht fester Schnee, dann würde der Pulka sich deutlich leichter ziehen lassen. So ist es jetzt halt ordentlich anstrengend. Ja. Zum Pulka habe ich ja den letzten Mal noch gar nicht so viel gesagt. Daher will ich kurz drauf eingehen. Kanadischer Expeditionspulka habe ich mit Rebschnur an mir dran. Habe hier von ITW Nexus, meine ich, diese Kunststoffkarabiner. Leg mir das hier über meine Centauron-Hüfttasche und klick die seitlich dran. So rutscht es nicht runter, da ist dann an diesem Riemen dran. Ich kann es auch an die Hose dran machen oder an den Gürtel von der Hose. Also geht es eigentlich. Jetzt kommt halt ein schönes Gewicht auf die Hüfte. Muss halt dann die ganze Zeit beim Laufen die Hüfte ein bisschen nach vorne bringen. Belastet nochmal die Muskulatur ganz anders. Aber ist trotzdem noch einfacher und energiesparender, als den Rucksack jetzt zu tragen und jedes Mal mit den Schneeschuhen noch tiefer einzusinken bei dem Schnee. Und vor allem bergab. Hier bin ich ja letztes Mal oder vorletztes Mal oder ich weiß gar nicht mehr wann runtergefahren und dann war teilweise Asphalt. Da war es nicht so gut. Und jetzt ist alles voll Schnee. Und wenn ich dann so runterfahre ins Tal, muss ich mal gucken, mit dem Einsinken, aber ich glaube, das wird eine richtig geile Abfahrt dann. Ansonsten gehe ich das mal weiter bis zur Vomerienalb und dann entscheide ich noch, wie ich es mache, ob ich rechts hochgehe, links hochgehe oder ich mir doch vorne was suche. Weil ich will ein paar geile Bilder zaubern. Die Sonne ist am Scheinen. Ja, ich habe noch 50er Sonnencreme einstecken. Vielleicht schmier ich mir die nachher ins Gesicht. Mal schauen, weil so wie die jetzt scheint, ist ein Sonnenbrand schon nahezu garantiert, würde ich sagen. Ja, Temperatur liegt jetzt bei 9 Grad. Hammer. Ich hatte eigentlich gehofft, dass es mal schön kalt wird. Wie auch immer. Habe jetzt eine Entscheidung gefällt. Und zwar werde ich auf diesen Gipfel hochgehen, also wenn ich es schaffe, wenn ich so weit komme, ich weiß es nicht, einiges an Anstieg und dann alles mit Schnee voll, ob ich dann über den Weg überhaupt hochkomme oder ob es dann zu anstrengend ist und zu lang dauert. Ist ja immer alles eher eine Frage der Zeit. Ja, aber ich werde da schon auf alle Fälle mal in die Richtung gehen und gucken, dass ich da rankomme. Habe hier natürlich eine Karte dabei, habe ich mir vorbereitet, einlaminiert, dass die geschützt ist vor der Witterung, habe mir die Gipfel mit Textmarker markiert, dann sehe ich die auch ganz einfach. Und da habe ich jetzt eben einen Weg gefunden und weiß daher auch, dass ich hinten rum
auf diesen Gipfel hochkomme. Nicht, dass ich da hingehe und es gibt keinen Weg hoch und ihr müsst irgendeine 7er Route oder sowas hochklettern. Gut, dann geht's mal weiter. Ich bin jetzt links abgebogen und bin gerade beim Aufstieg. Wir haben jetzt schon frühen Abend. Die Sonne ist schon am Untergehen, ist gerade hinter den Wolken und ist bald hinterm Berg. Aussicht ist schon ganz schön. Hier wird es jetzt steil und bei dem Schnee, mit dem Gepäck, sinke ich auch mit den Schneeschuhen ja teilweise knietief ein. Und manchmal auch nur knöcheltief, aber trotzdem bei dem nassen, feuchten Schnee ist das sehr kräftezehrend. Und da habe ich mich jetzt entschlossen. Ich weiß gar nicht, ob ich morgen überhaupt auf den Gipfel komme, aber ich mache das so, dass ich jetzt noch ein paar Bilder mache, vermutlich im Alpine. Und dann werde ich mein Lager aufschlagen, hart chillen und hier pennen. Dann werde ich ordentlich essen und morgen mit viel Power da hochgehen. Wenn ich Glück habe und das da oben steinig genug ist oder steil genug ist, dass da nicht so viel Schnee liegt, dann komme ich da oben auch gut voran. Vor allem ist die Seite, bei der ich hochgehe, ist die Südseite. Von daher könnte da vielleicht sogar weniger Schnee sein, wenn ich Glück habe. Oder durch die Nacht gefriert der Schnee vielleicht und ich komme besser hoch. Ja, mal schauen. Temperatur ist jetzt bei knapp über 0 mit so 1-2 Grad. Also wenn ich Glück habe, ist echt morgen früh dieser jetzt feuchte Schnee gefroren, dass ich eine harte Schneedecke habe, auf der ich normal hochlaufen kann. Hier werde ich jetzt meinen Observer aufschlagen. Ich habe hier eine recht schöne Aussicht. Ich werde meine GoPro aufstellen. Habe mir nämlich eine GoPro geholt. Die Hero 5 Black. Die werde ich aufstellen und werde einen Zeitraffer filmen, wie ich hier mein Ding aufbaue. Erstens, dass ihr mal seht, was die GoPro so leisten kann. Und zweitens, dass ich mal ein bisschen mit der GoPro arbeite. Hier haben wir die GoPro. Das Tolle an der ist, dass die hier unten so ein Akkufach hat. Die ist an sich auch schon wasserdicht. Ich glaube bis 20 Meter oder so, das weiß ich gerade nicht genau. Man hat die Akkus und die kann man dann hier reinpacken. Da kann man sich direkt Reserveakkus kaufen, habe ich natürlich gemacht. Bei meiner Kontur muss ich dann halt zwischendurch aufladen oder sowas, wobei die Kontur echt lang lief. Die GoPro mit den vielen Funktionen, die hat, die läuft, ich glaube, 2 Stunden. Und das ist halt echt nicht lang, wenn man den ganzen Tag immer wieder filmen möchte. Ich möchte auch auf einigen zukünftigen Touren, besonders bei schlechtem Wetter, vermutlich nur noch mit der GoPro filmen. Mal schauen. Gut, dann packe ich mir die jetzt hier in diese Hülle. Das war jetzt die Zeitraffaufnahme mit der GoPro, gefilmt in Full HD, die kann auch 4K filmen. Ich muss sagen, ich bin ja umgestiegen von der alten Contour Roam 2 auf die GoPro Hero 5 Black. Das ist echt krass, was das für ein Unterschied ist. Erstens von Qualität und noch zweitens hier von ganzen Bedienung. Ich kann jetzt nämlich zum Beispiel hier hinten im Vorschaubildschirm alles sehen, was die Kamera sieht. Und ich kann auch die Videos, die ich gemacht habe, ganz einfach anschauen, indem ich die anklicke. Und dann kann ich das eben angucken. Das war ja auch der Grund oder ein Grund, weshalb ich mir jetzt die GoPro geholt habe, weil ich ja letztes Mal auf meiner Tour mit Felix meine Kontur benutzt habe und ich dann im Nachhinein merken musste, dass die irgendwie nicht mal die Hälfte der Videos gefilmt hat, die sie filmen sollte. Ich weiß immer noch nicht, was das Problem war. Ich habe danach nochmal überprüft und es ging eigentlich alles. Lag vielleicht echt dann nochmal Befestigung am Helm oder so. Naja, auf alle Fälle ist die von der Qualität her deutlich besser. Also von der Bildqualität her und lichtempfindlicher und alles, von daher echt geil, echt gut, dass ich mir die geholt habe. Jetzt zeige ich euch mein Übernachtungssetup. GoPro ausschalten. Das ist auch geil. Ich nutze nach wie vor den Observer von Summit. Das ist ein Einmannzelt aus Gore-Tex. Gore-Tex ist eine Membran, atmungsaktiv, kennt man ja eigentlich. Arbeitet jetzt bei den aktuellen Temperaturen auch sehr gut. Unten drunter, ich habe es schon mal in einem Video gezeigt, meine ich, habe ich eine Thermarest Ridge Rest Solite.
Die ist auf der einen Seite mal komplett silber gewesen, hat sich inzwischen abgenutzt. Die habe ich jetzt seit 3 Jahren. Auf der anderen Seite halt grünlich und geriffelt. Die habe ich gekürzt. Das ist jetzt die nicht abgeschnittene Seite. Aber die geht mir jetzt nur noch bis in die Kniekehle. Auch bei den Temperaturen reicht das an sich. Ich lege dann unten den Fußbereich, nämlich meine Stiefel. Und dann liegen meine Füße im Schlafsack auf den Stiefeln drauf und so nicht auf dem nassen Schnee. Wenn es kälter ist, nutze ich dann noch eine zweite Isomatte, aber seht ihr ja in den anderen Vinci Vlogs. Was habe ich hier drin? Ich habe jetzt den Defense 4 hier drin. Eigentlich hätte es auch der Defense 1 gereicht bei den Temperaturen von um die 0 Grad. Aber na gut, haben wir halt ein bisschen mehr Komfort. Im Kopfbereich habe ich zuerst mein komplettes Essen. Das habe ich gerne bei mir im Biwaksack, dass da keine Tiere rangehen über Nacht und das irgendwie anknappern oder sowas. Und dass, wenn ich nachts Hunger bekomme, ich was essen kann. Noch morgens ist beim Frühstück einfach einfacher, wenn man direkt das Essen nehmen kann und direkt loslegen kann. Und dann habe ich meine dicke Jacke, habe mich diesmal für die Carinthia Downy Extreme entschieden. Ist eine wirklich fette Daunenjacke. Jetzt bei dem Wetter, bei den Temperaturen, die wir jetzt hier haben, deutlich Overkill. Und weil der Schnee nass ist, ist die Jacke jetzt auch nicht optimal, weil Daune ist ja bei Nässe nicht mehr isolierend und fällt in sich zusammen. Dann habe ich hier oben noch mein Rucksackkopfteil, in dem halt all meine Elektronik ist und sensibles Material. Die Kamera lege ich dann auch mit rein und Batterien werde ich sogar direkt mit in den Schlafsack reinpacken, auch wenn es jetzt nicht so krass kalt ist. Dann packe ich mir noch was zu trinken in meinen Schlafsack und dann bin ich durch. Ich werde mir jetzt gleich noch was zu essen machen. Nutze dazu natürlich wieder meinen Jetboil. Dem habe ich auch mal einen Bericht geschrieben. Den verlinke ich auch in der Beschreibung. Hab hier Wasser. Ich nehme auch immer PET-Flaschen mit, weil die eben leicht sind und die kann man kompakt zusammenknautschen. Außerdem, mein Säuerwasserfilter passt oben auf das Gewinde drauf. Das Gute bei den Temperaturen um die 0 Grad ist, dass das Wasser nicht sofort einfriert und nicht ganz so kalt wird. So. Bei um die 0 Grad funktioniert der Kocher noch echt gut, hat noch recht viel Power. Letztes Mal, als ich bei den minus 16 Grad unterwegs war, das letzte Mal, vorletztes Mal oder wann auch immer das war, da war das ein bisschen schwieriger. Wenn der Kocher nicht sofort angeht, drehe ich trotzdem das Gas auf, halte ihn ein bisschen zu, dass ich das Gas stauen kann, oder drehe ihn kurz um und dann zündet sich das Gas, weil einfach viel mehr Gas da ist. So, den platziere ich hier drüben. Jetzt möchte ich euch kurz meine Schneeschuhe und vor allem meine Schuhe zeigen. Die Schneeschuhe, die ich immer noch benutze, sind meine Enoch OXM. Zu denen werde ich heute bald einen Bericht schreiben, weil ich die jetzt schon so oft und so lange benutzt habe, dass ich da jetzt endlich was zu sagen kann. Ich finde Dinger echt geil, sind robust, vom Gewicht her, naja, lässt sich drüber streiten. Aber das schreibe ich dann alles in den Bericht, den ich dann die nächsten Wochen schreiben werde. Die haben eine coole Bindung, finde ich. Haben halt vorne das Körbchen für den Schuh und dann halt hier diesen einen Riemen, der rumgeht. Der ist auch eine Länge verstellbar. Man kann die Dinger einfach ausziehen und nahezu genauso schnell wieder anziehen. Die Größen verstellbar bis zur Größe 13. Ich muss jetzt bei den großen Schuhen auf 13 stellen, dass sie da gut reinkommen. Ja. Sind noch recht belastbar. Ich dachte zum ersten Moment so, oha, nur Plastik, die werden bestimmt kaputt gehen. Aber ich laufe ja auch mit Rucksack rum und hier vorne, das können wir biegen. Und ich bin schon öfter gestolpert oder umgeknickt oder ganz komisch irgendwo draufgetreten. Und bis jetzt haben die keinen Riss, keine Bruchstelle und nix. Meine Schuhe, da jetzt hierfür, ja, eher Luxus, sind Arc'teryx Arc'rux AR. Die halten schön warm, sind steigeisenfest und wasserdicht. Vor allem, was ich für mich halt wirklich gut finde, ist, dass der Schuh wie folgt aufgebaut ist. Hat eben diese integrierte Gamasche, hat vorne diesen fetten T-Zip-Reißverschluss. T-Zip. Und den kann man dann innen drin schnüren. Und oben nett glatt machen. Ich werde mal ein extra Video zu dem Schuh machen. Da mache ich das alles ein bisschen detaillierter. Ich möchte Ihnen nur kurz zeigen, dass ihr so ein bisschen Ahnung habt. Gut, löse ich das mal. Also das Feature, was für mich der Hauptgrund war für diesen Schuh, war, dass man diesen herausnehmbaren Innenschuh hat. Der Schuh an sich ist schon Gore-Tex. Ist halt dieser
feste Schuh ohne Innenschuh. Der kommt dann in meinen Observer unten rein. Und jetzt habe ich hier nur noch den Gore-Tex Innenschuh an. Der ist recht eng anliegend und den zieht man eigentlich an wie so eine Socke. Hat selber noch so ein bisschen eine Sohle und den kann man so als Zeltschuh tragen oder so wie jetzt, wenn ich hier so rumsitze, kann ich ihn auch tragen. Vorteil an diesem Innenschuh ist, dass ich den jetzt mit meinen Schlafsack nehmen kann oder auch so jetzt ein bisschen tragen kann und dadurch trocknet der über Nacht. Oder auch jetzt, wenn ich hier so rumsitze. Und morgen früh kann ich dann mit den trockenen, warmen Innenschuhen in meine Außenschuhe steigen. Hab morgen früh direkt warme, trockene Füße und kann loslegen. Hat ja, als ich bei den minus 16 Grad unterwegs war mit meinen Hanwag Ankash, da hatte ich ja morgens das Problem, dass die morgens komplett gefroren waren und ich da kaum reinkam und meine Füße danach halt wirklich sehr kalt waren. Und das ist jetzt vorbei mit diesen Schuhen. Mein Essen habe ich in diesem Ultra-Leicht-Rucksack von Osprey. Den habe ich auch in einem Bericht mal unter die Lupe genommen, den verlinke ich auch in der Beschreibung. Da ist mein komplettes Essen drin. Mein Essen besteht aus einem großen Bündel. Ich habe eine Zeit lang immer für jeden Tag was zusammengepackt. Mache ich auch immer noch relativ gerne. Aber jetzt inzwischen kriege ich es eigentlich hin, dass ich so packe, dass ich dann über die Tage alles richtig esse. Aber ich werde auch mal zu den Rationen selber bauen, ein Video machen. Ich benutze sehr gerne diese Energy Cake Riegel. Hat halt ein Riegel schon 500 Kilokalorien. Und das ist halt echt geil. Das sind Kohlenhydrate, die ballern direkt rein. Kann ich morgens zum Frühstück essen oder unterwegs als Snack. Dann esse ich sehr gerne Nüsse. Ich habe eine Zeit lang immer haufenweise Erdnüsse mitgenommen und sowas. Aber irgendwann isst man sich halt satt an denen. Wichtig ist auch, dass man darauf achtet, dass nicht alles gesalzen ist. Weil wenn man so viel Salz aufnimmt, ist halt nicht so optimal. Vor allem, wenn man nicht so viel Wasser hat. Was ich jetzt inzwischen mache, ist, dass ich halt viele M&Ms und Knickknacks und sowas, also irgendwelche Süßdinge mit Erdnüssen kaufe und esse. Und die haben auch echte Menge Power und sind im Verhältnis gesehen relativ leicht. Ansonsten Motivationsessen, nenne ich das oft, sind Warmmahlzeiten, zum Beispiel hier von Real Field Meal, Track and Eat, Blaband oder wieder noch was dabei. Ja, genau. Oder halt Travel Lunch. Das sind so gefriergetrocknete Mahlzeiten, die man sich halt machen kann. Braucht man halt immer kochendes oder heißes Wasser. Und ja, die sind immer echt geil, vor allem abends, so wie jetzt. Kann man sich die schön reinhauen, hat über Nacht schön was zu verdauen, dass der Körper sich aufheizen kann. Und weil die so gut schmecken und so warm sind, mich persönlich zumindest, motivieren die dann immer. Tagüber oder wenn ich mich dann körperlich belaste und denke so, geil, nachher kann ich mir schön was Warmes reinpfeifen. Ansonsten halt Eiweißriegel oder Energieriegel esse ich auch echt gern unterwegs. Wichtig ist halt, dass man darauf achtet, dass man alles Mögliche zu sich nimmt, auch Mineralstoffe und sowas. Und dann kann eigentlich nichts schief gehen. Man kann diese Tüten unten anreißen, dass man so eine Standfläche hat. Habe ich schon mal erwähnt, aber ich wusste es selber echt lange nicht, bis mir Felix das mal gesagt hatte. So, pack mal hier mal ordentlich was an heißem Wasser rein. Das wird heute Abend wieder schön viel Energie zu mir nehmen, dass ich heute Nacht gut einheize und vor allem, dass mein Körper die ganzen Nährstoffe und Mineralstoffe und so, die ich rausgeschwitzt habe, wieder aufnimmt. Da esse ich jetzt bunt durch das durch, was ich da habe. Ja, wenn ich gleich gegessen habe, werde ich mich hinlegen. Und dann werde ich schlafen. Von daher sage ich euch jetzt schon mal gute Nacht. Bis morgen. Guten Morgen. Ja, es ist tatsächlich so, dass der Himmel komplett ohne Wolken ist. Heute Nacht waren es daher auch minus 4 Grad. Ist schön. Gucken, ich glaube, der Schnee ist jetzt ein bisschen gefroren. Ich werde jetzt gleich frühstücken und mich dann losmachen und weiter aufsteigen.
Ja, ich hatte gestern Abend schon eine richtige Vermutung. Durch die Kälte in der Nacht ist der Schnee gut durchgefroren. Man sieht hier, wie tief ich eingesunken bin. Mit Schneeschuhen gestern, das war auch ohne Gepäck, diese Schritte hier hoch. Da habe ich ein paar Fotos gemacht. Und jetzt ist die obere Schneedecke so festgefroren, dass ich nur einsinke, wenn ich wirklich springe. Ansonsten kann ich da oben drauf rumlaufen, ohne einzusinken. Und hier sieht man die Spuren von gestern. Das ist also schon ein ordentlicher Unterschied. Gestern ungefähr 20 cm eingesunken, wenn nicht sogar mehr. Und jetzt laufe ich da einfach oben drüber. Daher werde ich Steigeisen anziehen und dann mich mit Gepäck weiter hochmachen. Auf Schneeschuh wechseln müssen. Der Schnee ist hier nicht so optimal. Beim Pulka ist halt immer die Sache, dass man darauf achten muss, dass der Winkel stimmt, weil so wie es jetzt beladen ist, kippt das sonst recht gerne, wenn der Hang ein bisschen steiler ist. Deswegen muss ich gucken, dass ich die ganze Zeit so eine leichte Aufwärtsbewegung gehe, sonst wird das alles schwierig und das Ding kippt die ganze Zeit. Das hatte ich schon mal auf einer Tour und das ist so kräftezehrend. Teilweise hat man keine andere Wahl, sonst immer absteigt. Hier jetzt beim Aufstieg kann ich das gut variieren, vor allem weil ich eh da hoch muss. Ich kann jetzt schön hier mich so hoch bewegen. Ja, Wetter immer noch richtig geil. Ding ist halt, wir haben jetzt um die 9 bis 10 Grad. Ja, also der Frost von heute früh vom Schnee ist wieder weg. Ist zwar immer noch ein bisschen härter als gestern Abend,
aber ich hätte eigentlich im Optimalfall schön früh losgehen müssen, um schön auf dem gefrorenen Schnee laufen zu können. Da hätte ich halt, keine Ahnung, 5, 6 Uhr losmachen müssen. Ja, sowas ist halt ein bisschen später, vor allem das Wasserfiltern hat mich viel Zeit gekostet. Das Wasserfiltern zusammenpacken habe ich allein schon eine Stunde gebraucht. Ja, gut, dafür habe ich jetzt wieder Trinkwasser. Und zwar ganze 4,5 Liter habe ich. Ja, da sieht man die rote Wand, war ich ja auch schon. Aber heute geht es ja auf den Former Lepsch. Mein Video gedreht zum Real Field Meal, ist nur so ein Überblickvideo, das verlinke ich in der Beschreibung, und ich habe auch bald einen schriftlichen Bericht, den werde ich auch verlinken in der Beschreibung. Habe auch wieder das coole Feature genutzt, dass ich hier auf dem Handy direkt ein Live-Bild habe, seht ihr jetzt wahrscheinlich gar nicht auf dem Bildschirm. Ja, Handy ist mein iPhone 7 in einer Live-Proof-Hülle, ja, Live-Proof-Hülle teste ich gerade noch, ja, mal schauen, was davon so halt. Auf alle Fälle werde ich jetzt nochmal eine kleine Pause machen, was essen. Ich werde mir dieses Süßgetränk reinhauen, Proteinriegel und mal gucken, entweder Schokolade oder so ein Steakbar, mal gucken. Aber Warmmahlzeit und sowas hebe ich mir noch auf für später. Auf alle Fälle erstmal was Kleines essen, dass ich wieder Power habe. Jetzt eine geile Aussicht. Hier oben ist ein bisschen windig. Ja, bei meinem Objektiv für die Canon ist wieder das Problem, dass Feuchtigkeit drin ist. Daher ist die Qualität zu schlecht, um jetzt zu filmen. Ich lege das gleich mal hier in die Sonne. Ich werde hier jetzt was essen. Und dann geht es das letzte Stückchen hier hoch. Ich muss mal schauen, wie ich gehe. Ich vermute hier links bis zu diesem Stein. Und dann die Schlangenlinien förmig hoch. Nach oben ist dann der Gipfel. Aber erstmal esse ich jetzt was. Ja, und dann geht's da hoch. Mal gucken. Zeitlich ist jetzt 13:30. Ich weiß nicht, ob ich dann oben penne oder dann mich abseil und dann weiter absteig, dann unterwegs irgendwo pennen. Auf alle Fälle will ich morgen erst zurück und noch eine Nacht draußen sein. Und ich will eigentlich noch ein paar Videos abdrehen. Ja, mal schauen. Auf alle Fälle esse ich jetzt erstmal was. Ich habe jetzt alles an den Rucksack dran gemacht. Den Pulka werde ich aber trotzdem so hinterherziehen. Ich habe mich ein bisschen entkleidet, dass ein bisschen Luft drankommt, weil es jetzt schon gut warm hier in der Sonne. Und jetzt werde ich weiter aufsteigen.
Da sieht man, wenn ich das nicht komprimiere, sinke ich hier hüfttief ein. Daher mache ich jetzt die ganze Zeit schon immer wieder so Stufen. Vor allem jetzt, wo ich die Steigeisen an habe, habe ich ja deutlich weniger Fläche. Ich muss viel länger Stufen bauen. Habe jetzt auch nur dieses kleine Stückchen. Und dafür möchte ich jetzt keine Schneeschuhe anziehen. Weil mit denen müsste ich ja auch Stufen bauen. Und da oben muss ich eh wieder auf Steigeisen wechseln. Ey, das ist so anstrengend. Seht ihr, wie ich schwitze? Die Aussicht ist phänomenal. Wird auch immer besser. Von Meter zu Meter. Aber ich habe aber bald den Gipfel erreicht. Er ist ungefähr auf der Höhe von diesem Huppel da. Am Horizont. Ich sehe schon meine Spur hier. Echt anstrengend. Ich habe jetzt eine Menge geschwitzt. Ich schwitze auch immer noch wie ein Verrückter. Die Sonne heizt halt ordentlich ein. Und daher trinke ich halt auch extra viel. Ja. Jetzt ist hier wieder Gras. Das ist auch weniger anstrengend als der Schnee, weil das Gras bei der Steigung hier, sieht man ja so ungefähr, wie steil das ist. Das ist also ungefähr wie Treppenlaufen. Und hier im Schnee ist halt wie Treppenlaufen, die voll Schnee sind. Alles klar, dann geht's hier gleich weiter und dann bin ich bald am Gipfel. Hammer. GoPro Videoaufnahme stoppen. Ja, diese leichte Kletterei mit dem Rucksack ist gar nicht mal so einfach. Deswegen muss ich jetzt mal Pause machen. Der Gipfel ist jetzt, ja, ich denke direkt hinter dem Hügel. Ich denke nicht, dass da nochmal eine Steigung kommt. Ich hoffe es zumindest nicht. Ja, und die Sonne steht jetzt ungefähr 2 Finger breit über dem Horizont. Heißt, ich habe noch 1-2 Stunden, dann wird es dunkel. Von daher werde ich hier oben schlafen. Ich werde hier oben dann meinen Observer aufschlagen, Sonnenuntergang anschauen, ordentlich essen. Dann kann ich morgen frisch gestärkt auf den Rückweg gehen. Ja, ich werde morgen, denke ich, deutlich schneller sein, weil die steilen Stücke, die ich mühsam hochlaufen musste, sollte ich mit dem Pulka runterfahren können. Ich muss ja gucken, wie es mit dem Schnee ist, ob ich da zu tief einsinke und es gebremst wird oder, ja, ich hoffe, es funktioniert, sonst wird es echt auch wieder kräftezehrend. Und hier das Stückchen von diesem Gipfel, vom Former Ledge Gipfel, werde ich mich dann vorne die Wand abseilen. Hab da vorhin extra schon genauer hingeschaut, wo ich da runtergehe, wo es ganz gut aussieht, wo ich Zwischenstücke habe, wo ich mich dann am Fels anbringen kann und neue Abseilstelle einrichten kann und sowas. Ich werde das alles mit der GoPro filmen und das werdet ihr dann demzufolge auch ganz gut sehen. Ja, was ihr jetzt auch mal kurz sehen könnt, ist die Aussicht, die ist jetzt schon ganz geil. Ist jetzt schon echt cool. Ich bin da gleich auf dem Gipfel. Da wird die sicherlich noch geiler sein und ich werde mich jetzt weitermachen, weil ich will mit der GoPro noch eine Zeitraffaufnahme von der Sonne, wie sie untergeht, einfangen. Daher gehe ich jetzt schnell weiter. Schauen, wie der Schnee ist.
Hammer! Ich glaube, man sieht mir ganz gut an, dass ich recht erschöpft und verschwitzt bin. Ich werde hier oben jetzt richtig geil was kochen. Habe jetzt die GoPro aufgestellt mit Zeitraffermodus. Dann guck mal, vielleicht wird der Sonnenuntergang ja geil, wobei die Sonne hinter so einem Hügel verschwindet. Ja, mal gucken, auf alle Fälle wird es erstmal gekocht und zelebriert. So, die Sonne ist fast vollständig untergegangen. Habe jetzt aber meine GoPro-Zeitrafferaufnahme in voller Länge reingepackt. Fuck. Jetzt hat es gerade noch aufgenommen. GoPro-Zeitrafferaufnahme starten. Gut. Jetzt hat das Ding diese gewisse Aufnahme beendet. Jetzt habe ich es wieder angefangen, hoffe ich. Ich hoffe zumindest, dass es jetzt wieder läuft. Uns fehlt nämlich der letzte Lichtschimmer. Auf alle Fälle geht die Sonne unter. Es wird immer dunkler. Ich mache mir jetzt noch eine schöne Warmmahlzeit von Real Field Meal. Und werde mir dann noch Wasser filtern. Ich habe jetzt nämlich nur noch einen halben Liter Wasser oder sowas. Und jetzt filtere ich nochmal, dass meine Reserven komplett voll sind. Dass ich das morgen nicht machen muss. Weil morgen möchte ich dann relativ früh los, dass das dann alles klappt und ich rechtzeitig oder frühzeitig am Auto bin. So, dann wünsche ich euch eine gute Nacht und wir sehen uns später im Video. Ciao. Morgen. Sonne ist gerade über den Gipfel gewandert. Bin also heute relativ früh wach. Ja, die Aussicht hier ist echt schön, der Wind ist aber ziemlich eisig. Ja, die Jacke ist eigentlich schon fast zu warm, muss ich sagen, aber wenn ich die jetzt schon mit hier hochschleppe, dann trage ich die auch, benutze die auch. Ja, ich werde jetzt gleich was frühstücken, ich werde mir Energy Cakes reinhauen, ordentlich was trinken, Nüsse essen und dann kann ich mich auf den Rückweg machen. Ich zahle mich nicht an. Ich war jetzt natürlich schon auf dem Weg, aber jetzt kamen wir mal über einen anderen Hügel noch mehr Wolken. Jetzt ist alles zugezogen und bei dem Nebel in der Wand zu sein, der man sich nicht so gut auskennt, das ist schon sehr riskant. Deswegen laufe ich den Weg runter, den ich gekommen bin. Der Nebel verzieht sich und an den Stellen, an die ich mich erinnern kann und die ich noch kenne, werde ich mich auf den Pulker setzen und den Pulker runterfahren. Ja, schade, aber dann halt so.
Ah, ich habe jetzt schon ein paar Abschnitte eingeblendet. Man sieht, ich gehe über so ein Schneefeld runter und es ist rundum alles nur weiß. Steigung sieht man jetzt glaube ich nicht wirklich, aber ist schon recht steil. Kippe wahrscheinlich nicht wirklich. Habe jetzt meinen Rucksack abgelassen, habe ich ja auch ein Video eingeblendet. Wenn das was geworden ist, lass den immer so weit ab, bis er sich selber bremst. Weil hier runter zu rutschen bei dem Nebel ist mir doch zu riskant. Da sind ein paar Stufen drin gewesen und wenn ich so eine Steinstufe runterrutsche, das könnte ziemlich in die Hose gehen. Jetzt bin ich halt beim Zeitplan ein bisschen hinterher. Aber sobald ich unten auf der Strecke bin, die ich besser kenne, kann ich mich auf den Pulker setzen und runterfahren. Ja, ich hoffe, der Nebel verzieht sich. Aber wenn nicht, bin ich halt schön langsam. Das einzige geile Positive heute ist, dass der Schnee noch durch die Kälte recht festgefroren ist. Von daher kann ich ganz geil mit Steigeisen über den Schnee laufen und verbraucht deutlich weniger Energie und sinkt auch nicht immer so tief ein. Gut, teilweise schon, gibt es halt so Schneelöcher, so wie jetzt, wenn man von Teufel spricht. Aber ansonsten ist die Schneedecke recht fest und das ist geil. Man sieht es halt gerade gar nichts. Das ist recht gefährlich, weil vor mir könnte ein Abgrund sein und ich würde nicht sehen. Ich sehe ungefähr 2 Meter weit. Jetzt habe ich so eine Art Vortaster gleich, dass ich sehe, ob jetzt vor mir ein Abhang ist oder nicht. Den kann ich jetzt immer vorwerfen und dann eben entsprechend beobachten. So, werfe ich mal. Dein Ernst? Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das auf der Kamera erkennen könnt, aber hier geht's immer noch bergauf. Oder wieder bergauf. Ich dachte, hier wäre vielleicht Abgrund. Da sehe ich jetzt wieder eine Spur, das könnte sogar meine sein. Tatsache. Das ist meine Schneeschuhspur. Ja, das ist sind meine Schneeschuhe. Ihr seht, Nebel immer noch, lichtet aber schon ein bisschen auf, sehe jetzt schon ein bisschen weiter. Aber ich muss sagen, so ein Whiteout ist schon nicht geil, wenn man da steht und sieht nur noch eine weiße Wand. Ich weiß nicht, ist da unten jetzt die Lippe, ist da oben ein Berg, man sieht nichts mehr. Ist nicht so geil, aber es ist eine Erfahrung, die man machen sollte. Leute, macht das bitte nicht nach, vor allem nicht mit Steigeisen, das ist gefährlich. Da können auch die Kreuzbänder kaputt gehen oder irgendwas. Das, was ich jetzt mache hier, ist ein bisschen riskant. Aber ich kenne dieses Stückchen, ich weiß, dass hier nur Schnee ist und im Schnee geht es mit den Steigeisen. Das ist für mich okay. Ich gehe dieses Risiko ein. Hinter euch noch einen Eispickel, um mich ein bisschen zu bremsen. Jetzt geht's hier runter. Sagen. Also ein Whiteout oder so ein dichter Nebel ist oft der Grund dafür, dass die Menschen verirren und die Orientierung verlieren. Na gut, ich habe jetzt nicht die ganze Orientierung verloren, ich bin jetzt an einer kleinen Hütte. Die liegt eigentlich nicht auf meinem Weg, aber ich war hier ja schon mal an dieser Hütte. Von daher kann ich die zuordnen, weiß, dass da unten der Formarinsee ist. Also ich bin vorne in so einer Senke ein bisschen zu weit links gerutscht. Von daher muss ich jetzt hier drüben über den Weg, also ich weiß, dass da ein Weg ist, muss ich jetzt queren. Und dann komme ich wieder auf meinen eigentlichen Weg zurück. Ist halt jetzt ein kleiner Umweg, eine gewisse Schlaufe, aber na gut, ist dann halt so. Geradeaus. Ja, ist nicht so einfach, die Position zu bestimmen, wenn man erst nichts sieht und zweitens keine Referenzpunkte hat. Habe jetzt aber hier diese Zuläufe vom Formarinsee entdeckt. Also bin also von hier oben irgendwie hier entlang vorbeigelaufen. Und hier möchte ich ja eigentlich entlang.
deswegen hier war ich jetzt. Jetzt laufe ich zurück ganz Zeit Richtung Osten auf dieser Höhenlinie, dann ein bisschen aufsteigend. Jetzt bin ich an einem aufsteigenden Stück, vielleicht ist es das. Komme ich an die Haltestelle und dann an die Formarinalp. Du musst aber, man erkennt halt ziemlich gar nichts. Aber wird schon klappen. Ja, da erkennt man, dass man nicht immer seinem Gedächtnis vertrauen kann. Ich dachte nämlich, diese Hütte wäre weiter weg von der Ecke. Und jetzt, wo es aufklart, wo ich endlich dieses Tal sehe und sehe, dass es kein Berg ist, sehe ich, dass ich jetzt ungefähr ja, fast 2 Kilometer Umweg gelaufen bin. Durch den Schnee. Ah ja. Naja gut, rückwegs treibe ich mich ja eh immer bis zur totalen Offenheit. Aber am liebsten halt erst dann, wenn ich mir ganz sicher bin, dass es der richtige Weg ist. Und jetzt sehe ich das Tal, das ich entlang muss. Ja, das hat man davon, wenn man auf dem Weg nach unten und Pulka nicht auf den Kompass schaut. Ich bin nämlich da drüben runtergefahren und hier runter und hier entlang. Ja, und ich hätte da vorne auf halber Höhe von dem sichtbaren Stück schon links weggehen müssen. Da wäre ich direkt an an dem Parkplatz oder an der Formarinalp gewesen. Und so jetzt halt ein Riesenumweg. Gut 2 Kilometer. Ja, wichtig auch auf dem Rückweg, darf man nicht vergessen, dass man trinken muss und essen muss. Deswegen setze ich mich jetzt hin, ziehe meine warme Jacke an und trinke ich erst was, weil ich schwitze. Boah, wie ein Verrückter. Das restliche Stück ist eigentlich auch weniger interessant. Ich gehe jetzt einfach nur das Tal entlang und ganz stumpf bis zum Auto. Gucke ich mal, wie ich im Pulka fahren kann. Ich hoffe, da ist einiges möglich. Ich bin eigentlich schon ziemlich gut angestrengt von diesem Bergauf und Bergab mit schwerem Gepäck. Ja, aber das werde ich jetzt nicht mehr groß auf Video festhalten. Deswegen sage ich Dankeschön fürs Anschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ist doch immer wieder ein neues Abenteuer. Gebt mir ein bisschen Feedback in den Kommentaren. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Der Abschluss von diesen Touren hier in dieser Gegend ist immer dieses stumpfe Laufen. Die ganze Zeit einfach nur. So immaculate right now, that's how I feel, man.